Willkommen bei Joyful Burger. Ihre Bestellung bitte. Ja, ich möchte einen geheimen Burger, bitte. Könnten Sie das wiederholen, Sir? Ja, ich möchte den geheimen Burger, bitte. Wie war das? Hör zu, kleiner Mann, ich bin der Kunde hier und ich will mich nicht wiederholen müssen. Tut mir leid, das ist keine Gegensprechanlage. Was wollen Sie gern bestellen? Ein Burger. Ganz ehrlich jetzt? War das nicht deutlich genug? Wie Sie wünschen, Sir. Er meinte den geheimen Burger. Aha, verstehe. Und wie lautet der Name dieses geheimen Burgers? Ich hab's, er heißt der Venenverdicker. Frittierte Thrombose, Fleisch zu Fleisch, der Herzensbrecher, der Bestatter, Commander in Beef, Magendurchbruch, nein, noch geheimnisvoller, Illumi-Bratling, Area 51, der Bilderburger. Kommen Sie schon, Sie wissen, wovon wir sprechen. Ja, vielleicht. Aber ich kann hier doch nichts servieren, was keinen Namen hat. So viele Namen kann es ja nicht geben. Wir brauchen nur etwas Geduld. Du meinst wohl, wir brauchen nur etwas Sitzfleisch. Alter, lass die Wortspiele. Geht nicht, ich bin in der Wortwitzfalle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Worte können nicht beschreiben, wie das ist. Leg du doch ein gutes Wort für mich ein, denn ich selbst finde keine Worte. Au! Alter, das hätten wir doch auch mit Worten klären können. Au! Das war jetzt nicht mal ein Wortwitz. Das sagt man doch so. Gut, der Plan ist, ihr zwei arbeitet bei Joyful Burger. Ach, wieso arbeitest du nicht da? Ich kann nicht. Und warum? Wegen meines Gesundheitszustands. Echt jetzt? Naja, ich reagiere allergisch auf Anstrengung. Die Symptome sind eine schlaffe Haltung, ständiges Augenrollen und ein Atemproblem, durch das ich viel seufzen muss. Faul sein ist keine Krankheit, Dad. Nein, es ist wahr. Ich habe keine Lust, weiter zu reden. Ihr kriegt noch 20 Mäuse dafür. Wow, ein ganz neues Niveau von Faulheit. Du hast den umgekehrten Job erfunden. Aber gut, was soll's. Wir lassen uns hier einstellen und suchen nach dem Namen. Sie verraten ihn nicht jedem. Sie müssen euch vertrauen. Das heißt, ihr müsst die besten Angestellten aller Zeiten sein. Ich weiß nicht, was die geheime Zutat ist, aber die Kunden sind verrückt nach euren Burgern. Die geheime Zutat ist Liebe. Gute Arbeit. Der Vorstand will euch als Filialleiter. Es gibt nur ein Problem. Ihr müsst die Betriebskosten halbieren. Gute Arbeit. Der Vorstand will euch nochmal befördern. Es gibt nur ein Problem. Ihr müsst die Produktion verdoppeln. Aha. Gute Arbeit. Der Vorstand will euch als neue Geschäftsführer. Es gibt nur ein Problem. Ihr habt noch Herzen. Und jetzt, die Firmenmogule Gumball und Darwin Watterson veräußern ihre Joyful Burger-Anteile für 4,6 Milliarden Dollar. Unser Reporter mit einem Exklusivinterview von ihrem Anwesen. Wie geht es Ihnen denn mit Ihrem Erfolg? Es ist cool. Ich meine, ich mag das große Haus, aber die Kommunikation ist recht schwierig. Gumball, gibst du mir bitte das Salz? Sehen Sie? Und das war letzte Woche. Oh, einen Moment.